Ja, grüß euch. Mein Name ist Martin Wegscheider, Bürgermeister von Dulfers, und wir haben heute das Radio Tirol Sommerfrische bei uns in Dulfers. Es freut mich narrisch, dass so viele Leute sich entschieden haben, da zu ins Herz zu kommen. Und wir haben ja jetzt einen Bogenparcours in Dulfers, und da können die Leute heute bei uns am Sportplatz ihre Schießübungen probieren, beziehungsweise die Bögen ausprobieren und schauen. Vielleicht sieht man sich nachher einmal am Bogenparcours mit 32 Stationen. Ich glaube, das wird eine lässige Geschichte. Wir haben natürlich alles in Bewegung gesetzt, damit wir, wenn die Leute Freude machen können und vor allem die Kinder. Als wisst ihr ja, Dulfers ist eine familienfreundliche Gemeinde. Wir haben Kindergarten, Kinderkrippe und auch unsere Volksschule und den Jugendtreff haben wir aktiviert, und die sind da fleißig beim Aufbau von Bobbycar-Rennen. Ich selber habe auch schon mitgemacht beim Bobbycar-Rennen und Sackhupfen und Ringe werfen und vieles, vieles mehr. Gute Unterhaltung für die Kinder halt. Also wir beenden hier in Dulfers die Sommerfrische so, wie wir sie eigentlich begonnen haben, mit ganz viel Spaß und mit Treffsicherheit hier beim Bogenschießen in Dulfers. Ich bin die Daniela Schmiederer und ich durfte jetzt die ganze Woche mit zurück ins Burgland begleiten, und es hat tatsächlich wieder sehr viel Spaß gemacht, vor allem bei diesem herrlichen Sommerwetter und den vielen begeisterten Besucherinnen und Besuchern. Jetzt war ja die Sommerfrische auch in Hall stationiert. Was haben die Leute dort geboten bekommen? Wir haben in Hall ganz viel Wissen gesammelt und da sind auch ganz viele Bilder im Kopf entstanden. Hall ist ja diese Mittelalterperle. Jeder kennt sie, aber ganz viel Verborgenes ist da sichtbar geworden. Nicht nur zum Münzerturm in Hall und wie man Münzen prägt und die Falken, die dort aufgewachsen sind, sondern auch zum Archäologischen der Stadt zum Beispiel. Es war viel Spannendes dabei für die ganzen Wissbegierigen. Ich glaube, es schreit nach Abkühlung. Es ist schwül, wir sind so dankbar für dieses Sommerwetter, und die Kinder im Hintergrund, die sind ja schon mit den Wasserbomben ausgestattet. Ich mache jetzt noch das letzte Radiointerview zum Abschluss, das große Finale, und dann werde ich nochmal hoffentlich ins Gelbe treffen. Und apropos treffen, Wasserbomben. Ich freue mich drauf. Wasser.